Ja, die Verwirrung, die Sie heute erfahren haben, Herr Neuser, mit dem Thema Reparieren, die ist mir auch schon ab und zu mal entgegengeschlagen. Denn Reparieren ist ja erstmal so ein Thema, wo zumindest der unbeleckte Besucher da draußen erstmal denkt, was hat denn das mit dem Technikmuseum eigentlich zu tun? Aber es hat natürlich sehr, sehr viel mit dem Technikmuseum zu tun. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir heute diese Tagung hier haben, wo wir mal eher von der wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema Reparieren schauen werden. Aber ich freue mich auch schon wirklich sehr auf die Eröffnung unserer Ausstellung, wo Sie ja heute so einen ganz, ganz winzigen Einblick mal in die Ausstellung bekommen können mit der Vitrine hier drüben. Denn es ist auch für uns ein wichtiger Schritt als Deutsches Technikmuseum. Denn wir haben uns vor einem Jahr ungefähr mit einer Strategie beschäftigt, einer Strategie, die eben darüber nachgedacht hat, wie wir uns eigentlich hier weiter verstanden, wie wir uns weiterentwickeln wollen, was denn die Themen sein können, die dieses Haus eigentlich spielt zukünftig, was die Rolle dieses Hauses in der Gesellschaft ist, was unser Auftrag eigentlich ist und so weiter. Und dabei haben wir eben auch festgelegt, dass wir genau solche Themen spielen wollen, die großen Bereiche wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiewende, Mobilitätswende etc. beleuchten und jetzt weniger nur nach hinten schauen, sondern auch viel mehr in die Gegenwart und in die Zukunft schauen werden. Und da war eine der ersten Ideen, lasst uns doch eine Ausstellung zum Thema Reparieren machen und zu der Frage, warum können wir eigentlich fast nichts mehr reparieren? Warum haben wir alle, jeder, der wir hier da sitzen, drei, vier, fünf ungenutzte Smartphones zu Hause in der Schublade, die eigentlich alle noch funktionieren, die wir aber trotzdem nicht mehr nutzen? Warum haben wir alle wahrscheinlich ein, zwei Mixer schon zerstört, wo dann am Schluss ein kleines Rädchen kaputt war und wir mussten es einfach wegwerfen, obwohl eigentlich alles noch funktioniert hat? Warum ist das so? Was ist das für eine Wohlstandsgesellschaft, in der wir hier leben? Und könnte es eigentlich nicht ganz anders aussehen? Oder müsste es auch, gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Frage der Ressourcenknappheit etc., müsste es nicht eigentlich auch ganz anders aussehen? Solche Themen wollen wir als Deutsches Technikmuseum uns zukünftig öfters vornehmen und dadurch durchaus auch Diskussionen anstoßen, dadurch unsere Besuchenden auch zum Nachdenken bringen, ihnen Denkanstöße mit auf den Weg geben, einzuladen, auch mit uns zu diskutieren. Und insofern passt natürlich diese Veranstaltung heute hier auch ganz hervorragend hier rein, denn auch hier finden ja Diskussionen statt. Hier reden wir über dieses Thema intensiv und das ist für uns schon auch eine wichtige Rolle, die wir als Deutsches Technikmuseum zukünftig einnehmen wollen, ein Debattenort zu sein, an dem Debatten geführt werden, vielleicht auch manchmal sogar angestoßen werden. Und wir haben da schon viele, viele weitere sehr interessante Ideen. By the way, nächste Woche eröffnen wir eine kleine Ausstellung zum Thema mRNA-Technologie und der Frage, wie das eigentlich funktioniert hat, dass innerhalb weniger Monate ein Impfstoff gegen Corona entwickelt werden konnte. Also auch ein ganz aktuelles Thema, das unter Umständen auch wieder die öffentliche Debatte in den nächsten Monaten prägen wird, je nachdem, wie diese Pandemie jetzt weiter verläuft. Wir werden auch Ende nächsten Jahres dann eine große Ausstellung zum Thema Klimawandel zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut eröffnen. Und so wird also diese Reihe an Ausstellungen weitergehen, die sich mit aktuellen Themen beschäftigt, die die Menschen umtreiben. Und ich habe gesagt, zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut, auch das ist uns wirklich sehr wichtig, Kooperationen mit verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren, wie eben natürlich zum Beispiel auch dem VDI. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie jetzt heute alle da sind und dass wir jetzt in den nächsten, ja, 36 Stunden eine interessante Tagung hier haben werden. Ich wünsche Ihnen uns interessante Gespräche, interessante Vorträge, interessante Debatten und ja, gebe jetzt das Wort weiter an Sie, Herr Neuser, oder an Herrn. Gut, bitteschön. Vielen Dank. Ich finde den Weg hier auch selbst hin. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Dieter Westerkamp. Ich darf heute im Namen des VDI ein paar Grußworte sprechen. Das tue ich sehr gerne. Ich bin zu groß, ne? Ja, das ist neu. Okay, vielen Dank. Herr Bräuninger,
liebe Frau Professorin Weber, also liebe Teilnehmenden hier vor allen Dingen in Physik oder in Präsenz, wie es heißt, und zu Hause an den Bildschirmen. Ich freue mich, dass es so viele sind. Ich bin noch nie bei einer technikgeschichtlichen Jahrestagung des VDI gewesen. Also insofern freue ich mich ganz besonders, dass ich heute vor allen Dingen live und in Farbe hier sein kann und dass sich hier vor allen Dingen Menschen begegnen und zwar tatsächlich face to face. Wie heißt es so schön? Das war vor 2 Wochen eins der Sprüche bei 75 Jahre Deutsche Messe AG, also da, wo die Hannover Messe zu Hause ist. Da, wo sich Menschen begegnen, da passiert etwas. Also das wünsche ich Ihnen heute auch. Das möchte ich schon mal gleich zu Beginn sagen. Das Thema, was Sie gewählt haben, finde ich, passt total in die Landschaft. Also Sie haben es eigentlich schon gesagt, Herr Bräuninger. Reparieren, improvisieren, rearrangieren. Und das passt also wirklich wunderbar in die Zeit. Ich glaube, heute ist ein Begriff, mit dem man das wunderbar umschreibt, der vielleicht noch ein bisschen größer ist, das Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Weil ich glaube, dass auf dem Pfad eines Produkts dann immer die Frage ist, ist es jetzt am Ende des Lebenszyklus oder nicht und wie sind dann die Wege zurück in den Kreislauf? Und ich glaube, das Thema Reparieren ist ein Schritt, der relativ früh passiert, der vor allen Dingen dafür sorgt, dass man nicht erst ein Gerät komplett auseinandernehmen muss, in seine Einzelteile zerlegen muss und dann entweder mechanisch oder sogar chemisch recycelt, denn da geht doch verdammt viel Energie drauf und da ist alles, was man vorher repariert, glaube ich, ein besserer Weg. Und das kriegt jetzt gerade im Zuge der Aktivitäten, die auch die Bundesregierung vor sich hat, nämlich noch in dieser Legislaturperiode eine Kreislaufwirtschaftsstrategie zu entwickeln, hat das Ganze aus meiner Sicht eine echte Bedeutung. Ich glaube, wir alle haben schon mal was repariert. Also ich denke da immer so an mein Fahrrad. Das war als Student so alle 3 Monate kaputt und ich hatte eigentlich wirklich echt keinen Spaß dran. Aber eigentlich sind das Reparaturen, die wir alle kennen und die haben wir auch alle sicherlich schon selbst gemacht, weil es da um Produkte geht, die ja relativ einfach sind. Da sieht man, was passiert, das ist mechanisch, da versteht man die Funktion und deswegen kann man es gut reparieren. Ich persönlich habe in meiner Industriezeit aber auch Produkte oder Technik gesehen, die waren sehr komplex und deswegen würde ich gleich an der Stelle da noch so ein bisschen ausholen, denn man hat es dort wirklich mit Fachleuten zu tun, in der Instandhaltung, ohne die einfach bestimmte Dinge gar nicht gehen und ich glaube, das ist somit einer der Geheimnisse für den Standort Deutschland. Also ich habe damals tatsächlich in der Automobilindustrie gearbeitet und war in dem Anlagenbau tätig. Also und ein Projekt, da waren wir Generalunternehmer, wir mussten dafür sorgen, dass in einer leeren Fabrikhalle in 9 Monaten Autos vom Band liefen. Und das war also ein tolles Projekt, werde ich mich mein Leben daran erinnern. Und wir hatten die Aufgabe, wirklich mit dem Hersteller von Autos gemeinsam diese Anlage zu bauen. So, wie geht das? Also man kriegt die erste Zeichnung, wie das Auto wohl aussieht, weil das Auto war ja auch noch nicht fertig konstruiert. Das war ja nicht fertig. Dann kriegt man Pläne, man selber plant die Anlagen drumherum, dann wird umgeplant, weil die Umplanung passiert eben auch. Ja, und dann wird wieder geplant und dann wird auch gebaut und irgendwann gibt es ja auch bei dem Bauen kein Zurück mehr, weil dann steht ja irgendwann dieser Termin in dem Raum und zwar damals die sogenannte KW 41, die Kalenderwoche 41, das war bei uns ein Muss, da kamen wir nicht drum rum, ansonsten zahlte man Pönale und das ist natürlich ganz schlimm. Und dann kamen die Dinge auf die Baustelle und dann hieß es auf einmal so, jetzt ist aber die KW 41, jetzt müssen wir anfangen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben angefangen und wir waren tatsächlich, ich sage mal, in der freudigen Situation, dass wir natürlich mit dem Automobilhersteller gemeinsam gesagt haben, das ist unser gemeinsames Ziel. Und der Hersteller hat wirklich seine komplette Instandhaltungsmannschaft losgeschickt, die uns geholfen haben, die Dinge irgendwie ins Laufen zu bringen. Weil es waren einfach so viele Dinge, die einfach nicht zu Ende gemacht waren, weil natürlich alles nur ein einziges Mal passiert. Diese Anlage steht in Deutschland nur ein einziges Mal. Und das war eine tolle Sache. Und das war am Ende auch die Geschichte des Unfertigen. Auch das steht ja heute in dem Tagungsprogramm oben drüber. Das war einfach nicht fertig, weil es nicht ging. Und die Instandhalter, also die das reparieren, unter Zeitdruck kennen. Ja, am Ende ist es ja immer die Frage, wie viele Minuten am Tag steht so eine Anlage still. Das kannten die und da haben die uns wunderbar geholfen. Und eine Sache kann ich auch dazu noch sagen. Diese Tätigkeiten lassen sich nicht automatisieren. Also ich bin selber Mess- und Regelungstechniker und alles, was man automatisiert, finde ich eigentlich spannend. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, jedes
Ding, was repariert werden muss, hat seine eigene Reparaturmotivation und deswegen lässt sich das aus meiner Sicht kaum automatisieren. Heute hat das Ganze natürlich auch noch etwas andere Namen. Da stehen Predictive Maintenance, intelligente Zustandsprognose oder Prognostics and Health Management heißt es neudeutsch. Modell- und datenbasierte Prognosen und auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz helfen heute, Dinge vorab vielleicht zu erkennen, ob sie zu reparieren sind und vor allen Dingen, wie man das macht. Und damit beschäftigen wir uns im VDI auch. Mache ich irgendwas verkehrt? Nee. Ah. Okay. So okay. Gut. Ja, also wie gesagt, die Namen haben heute durchaus auch englische Begriffe und wir beschäftigen uns damit im VDI auch. Und ich möchte nur hinweisen auf eine Publikation, die jetzt wirklich erst ein paar Wochen alt ist, nämlich zum Thema intelligente Zustandsprognose und vorausschauende Instandhaltung. Das ist vielleicht etwas, was Sie zu dem, was heute hier geschichtlich passiert, auch so ein bisschen in die Zukunft nachlesen können unter www.vdi.de. Also so viel zum Stand vielleicht der Dinge. Ich finde es super, dass Sie sich hier mit diesem Thema beschäftigen, vor allen Dingen ja auch in der Retrospektive. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, vor allen Dingen auch in dem Sinne, da wo sich Menschen treffen, da passiert etwas. Das glaube ich fest, dass das hier heute passiert. Danke an das Deutsche Technikmuseum hier in Berlin, dass wir hier tagen können. Ich glaube, die Fazilitäten mit dem, vor allen Dingen, was nachher noch zu sehen ist, ist super. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle, die an der Vorbereitung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Vielen Dank den Berliner Stadtreinigung und vor allen Dingen Dank an die TU Berlin und an Professorin Heike Weber für alles, was man an Strippen zusammenziehen kann, hat sie hier zusammengezogen. Vielen Dank Ihnen, viel Inspiration, interessante Gespräche und einen schönen heutigen Tag und morgigen Tag. Vielen Dank. Heike Weber hat das Wort. Vielen Dank. Ja, ich versuche das mal gleich mit sehr nah ans Mikro, wenn das zu viel des Ganzen wäre, für hier vor Ort wiederum. Geben Sie mir Zeichen. Ich möchte mich tatsächlich erstmal auch bei meinen Vorrednern bedanken dafür, dass Herr Bräuninger als Direktor des Technikmuseums und Herr Westerkamp vom VDI uns hier gerahmt haben mit diesen herzlichen Grußworten. Das ist ganz wunderbar und ein ganz wunderbarer Auftakt für diese Tagung. Reparieren, flicken, wieder ganz machen. Sicher fragen jetzt manche unter Ihnen vielleicht sich erstmal, ist es überhaupt noch aktuell in einer Welt voller Innovationen, voller neuer Gadgets und immer neuer Moden und Produkte? Oder geht es eigentlich dann hier nur noch um Geschichte, die längst passé ist? Die diesjährige vom VDI, Technikmuseum und der TU Berlin ausgerichtete Tagung des Gremiums zur Technikgeschichte im VDI sieht im Reparieren eine zentrale Praktik des Umgangs mit Technik. Sie wird von Laien ebenso wie von Professionellen ausgeführt und sie betrifft viele Dinge des Alltags und vor allen Dingen große Infrastrukturen. Denken Sie einmal daran, wie oft selbst Sie vielleicht im Alltag zu Klebeband, zum Schraubenschlüssel, zu Kabelbindern oder zum Silikon greifen. Oder wie oft Straßenbauarbeiten Sie lästigerweise im Alltag draußen sehen. Allerdings passiert die konkrete Reparatur- und Wartungsarbeit oft hinter den Kulissen. Reparaturspuren sollen nämlich möglichst unentdeckt und unsichtbar bleiben. Insofern ist die japanische Kintsugi-Schale, die Sie im Übrigen auch hier bei den Objekten sehen können, bei der die Spuren des Reparierens der Keramik nicht versteckt werden, sondern mit Goldpulver geradezu hervorgehoben, also veredelt werden, die kulturelle Ausnahme. Wartungs- und Reparaturprofis haben außerdem oft ein schlechtes soziales oder ein geringeres Prestige zumindest als die Macher von neuer Technik. Denn unsere Technikwahrnehmung ist ganz stark von spektakulären Innovationen und dem Neuen geprägt. Selbst Wirtschaftsstatistiken sind dort rar, wo es um die Beschäftigtenzahl in Reparatur und Wartung geht oder um die ökonomische Wertschöpfung etwa von Reparatur oder auch von Second-Hand-Märkten, die auf ausgebesserte Dinge angewiesen, die auf diesen ausgebesserten Dingen basieren. Somit vergessen wir leicht und übersehen wir leicht, was an vielfältigen aus- und nachbessernden Interventionen zwischen Mensch und Technikpark laufend vonstatten geht, damit dieser funktionsfähig bleibt,
vorausgesetzt, wir wollen die Dinge nicht eben allzu kurzfristig nur benutzen. Die Kintsugi-Schale, die den Makel des Improvisierens als besonders hervorhebt, genau in diese Richtung zieht das Bild von Technik als etwas Unfertigem in unserem Tagungstitel. Wir möchten damit diese andere Perspektive auf Technik bei Ihnen auslösen. Unfertig ist Technik insofern, weil sie eben immer auch gehegt und gepflegt, inspiziert, vorsorgend gewartet oder nachsorgend repariert werden muss. Sie muss ausgebessert werden, wieder instand gesetzt werden, an modifizierte Aufgaben angepasst werden, soll sie eben über eine angemessene Zeit hinweg in Funktion bleiben. Dies fällt uns in der üblichen auf Innovation fixierten Perspektive meist nur dann auf, wenn es eigentlich zu spät ist, wenn also das Unfertige zum Kaputten zu werden droht oder bereits zum Kaputten geworden ist, weil Wartung, Inspektion oder reparierendes Eingreifen vernachlässigt worden sind. Etwa wenn die kaputte Maschine zum Betriebsausfall führt oder der Bahnverkehr stockt und wir als Bahnfahrende zu spät am Ziel ankommen, weil es ob des Sanierungsstaus zu viele Baustellen gibt oder eine Lok einen Defekt hat. Auch die aktuelle Presse spiegelt uns die Wichtigkeit von Reparieren und Warten eigentlich nur unter diesem negativen Vorzeichen wider. Die Bahn ist nur eines der Beispiele von mehreren derzeit auch in der Presse kursierenden Problemfeldern. Denken Sie an die AKWs in Frankreich, die nicht nur mit niedrigen Wasserständen in diesem Sommer zu kämpfen hatten, sondern auch schlichtweg damit, dass die Hälfte davon gerade in Wartung ist, stillsteht und Korrosionsschäden zu überprüfen sind. Oder denken Sie an das eben aufgelegte Programm zur Brückensanierung. Mehr als 8000 Autobahnbrücken sind marode und müssen überprüft werden. Unser Ziel ist es also, mit der Tagung Reparieren und Wartung erstmal überhaupt als alltägliches Handlungsfeld, etwa von Ingenieuren, von diversen VDI-Fachgesellschaften, aber auch von Ihnen als Bürger, aus der tendenziellen Unsichtbarkeit heraus in das Rampenlicht zu stellen, das diesen Interventionen eigentlich gebührt. Zweitens wollen wir die aktuelle Debatte um das Reparieren als nachhaltige Praxis und das Recht auf Reparatur um eine historische und interkulturelle Dimension erweitern. Praktiken des Instandhaltens und Reparierens repräsentieren zwar immer und überall temporal wirksame Eingriffe, mit denen die Nutzungsspannen von Technik verlängert werden. Aber sie waren zu je verschiedenen historischen Zeiten in verschiedenen Regionen und auch für unterschiedliche Technikbereiche je verschieden ausgeprägt und sind oft sehr komplex. So thematisiert die Tagung die ganz unterschiedlichen Akteure des Reparierens und Wartens, vom Profi hin zum Laien. Auch das Wissen und Know-how, das dieses Handlungsfeld zum Gelingen braucht, ist je spezifisch und oft auch personengebunden. Mal ist es einfach, mal ist es komplex. Und nur selten kann dieses Reparaturkönnen lediglich über Lehrbücher vermittelt werden. Auch ist die Arbeit des Reparierens kaum zu standardisieren. In einem Roundtable-Gespräch mit mehreren Teilnehmern werden wir morgen dann auch explizit um die Frage diskutieren, wie viel Reparaturwissen gehört in die Bildung. Da geht es dann darum, wie und warum sollten Kompetenzen des Reparierens in der schulischen oder auch außerschulischen Bildung implementiert werden und warum ist das offenbar in den letzten Dekaden vernachlässigt worden. Außerdem nennt die Tagung Beispiele, wo Technik über die Zeit hinweg umgebaut und umfunktioniert wurde und mittels Reparieren und Bricolage ein neues, zweites Einsatzfeld bekommen haben. Eine besondere Rolle nimmt dabei in unserer Tagung die Frage ein, wie das im musealen Feld aussieht. Auf das gehen mehrere Vorträge ein, beispielsweise Arda Akkus, Stefan Hültgen und Thomas Fecker sowie Johannes Große-Winkelmann. Die werden danach fragen, wie lassen sich die Erfordernisse von Erhalt und Bewahrung, von Restaurierung und Umnutzung überhaupt austarieren? Und wie lässt sich eigentlich das in Objekten eingeschlossene Reparaturwissen für die nächste Generation am Leben halten? In Hinsicht auf den Blick über den Tellerrand, über unsere eigene Kultur hinweg, starten wir mit einem Beitrag von Jonas van der Straaten, der uns zeigt, wie Fahrradrikschas in Bangladesch ummodelliert werden und mit primitiven Elektromotoren und Akkus ausgestattet zum E-Mobil umfunktioniert werden.
In Hinsicht auf die Geschichte des Reparierens wiederum werden wir uns sehr ausgiebig indirekt, jedenfalls mit der oft angeführten These beschäftigen, Reparieren sei gegen Ende des 20. Jahrhunderts verschwunden. Und weil die Vorträge hier je spezifische Facetten beleuchten, möchte ich eingangs zumindest einige allgemeine Linien ziehen, die auf der aktuellen Forschung beruhen, etwa im sogenannten Maintainers-Netzwerk, das mit Stefan Krebs auch einen wichtigen Ableger in Luxemburg hat, was der Hintergrund ist, warum wir so viel über Luxemburg hier erfahren werden auf der Tagung. Die Zentralität des Reparierens kennen wir für die Vormoderne. Reparieren war ein basales ökonomisches Prinzip der vormodernen Armutsökonomien. Reparieren und Ausbessern waren üblicher Bestandteil der Handwerkstätigkeit. Erst mit der Industriemoderne setzte eine zunehmende Distinktion zwischen produzierendem Gewerbe und reparierendem Gewerbe ein. Außerdem vergrößerte sich die Kluft zwischen Produktion und Konsumtion stetig und Konsumgegenstände oblagen auf lange Sicht dann anderen, völlig anderen Parametern und Werten des Erhalts als zum Beispiel industrielle Anlagen oder Infrastrukturen. So wird der Schuster mit der Massenproduktion von Schuhen zum Flickschuster. Thomas Hoppenheit wird uns erläutern, warum angesichts schneller Schuhmoden und einem veränderten Umgang mit Schuhen dann auch die Flickschusterei zurückging. Aber auch im 20. Jahrhundert sind Reparaturberufe nicht gänzlich verschwunden. Vielmehr waren einige Berufe im Niedergang oder haben sich stark verändert, wie beispielsweise das Berufsbild des Schornsteinfegers. Und manch neue Technik hat bestehende Reparaturpraktiken entwertet. Isolierte Fenster beispielsweise können sie nicht mehr einfach reparieren. Entlang neuer Techniken aber sind auch neue Bereiche des Reparierens entstanden. Wichtig ist, dass wir für die Zeit ab dem 20. Jahrhundert genauer hinschauen, wenn wir von dem Reparieren reden. Geht es um Konsumtechniken? Und werden sie von den Nutzern selbst oder vom Profibereich repariert, der sich ändernden Kostenrelationen ausgesetzt war, nämlich abnehmenden Neuanschaffungskosten und steigenden Lohnkosten für die Reparateure? Oder handelt es sich um Investitionsgüter, großtechnische Produktionsanlagen und Infrastrukturen, wo Warten, Ausbessern und Rearrangieren unerlässlich sind, um diese aufrechtzuerhalten, aber auch um sie für neue, vorher eigentlich unabsehbare Anforderungen nachzurüsten. Warten und Reparieren dienen hier indirekt auch dem technischen Fortschritt. Alte Elemente müssen umjustiert werden, um neue inkorporieren zu können. Rebecca Mossop wird dies für das Beispiel des Telefonnetzes von Luxemburg ausführen. Für die Konsumsphäre möchte ich auf das Entstehen neuer Reparaturfelder mit zumindest einigen Beispielen kurz eingehen. Nehmen wir das Entstehen oder das Aufkommen von individuellen Wasseranschlüssen, Badezimmer und Toiletten in Berlin etwa in den Dekaden um 1900. Unmittelbar damit steigt der Beruf des Klempners auf und Berlin wimmelt nur so von Klempnern, oft ambulanten Schwarzarbeitern, die jeder amtlichen Statistik entgingen. Für Autos ist es eigentlich relativ gut gezeigt, aber das gilt natürlich auch für Telefone, Radios, Fernsehen, Waschmaschine und so weiter und so fort. Telefonunternehmen beispielsweise ließen anfangs die an die Haushalte ja nur vermieteten Endgeräte in eigenen Reparaturabteilungen reparieren. Dass Fernsehgeräte mindestens einmal im Jahr kaputt gingen und dann eben repariert werden mussten, war noch in den 1960er Jahren normal. Und das Reparieren bildete ein wichtiges Standbein des Funk- und Fernsehtechnikers. In europäischen Großstädten waren Läden, die mit Gebrauchtgeräten des Funk- und Fernsehbereiches und mit Elektro-Großgeräten handelten und Altgeräte aufkauften, sie umrüsteten, sie mithin auch reparierten, noch in den 1980er Jahren recht weit verbreitet. Dieser Zweitmarkt an gebrauchter, überarbeiteter Technik ermöglichte es auch, dass arme Haushalte an Technikkonsum partizipieren konnten. Und so mancher Reparaturdienst mit relativ niedrigschwelligen Zugangsvoraussetzungen, manche darunter sind es, andere überhaupt nicht, die niedrigschwelligeren jedenfalls, die ermöglichten auch manchen Migranten dabei, in hiesigen Wirtschaftsleben Fuß zu fassen, zum Beispiel Änderungsschneidereien.
Diese Reparaturkulturen oder auch die kleinen Reparaturläden haben sich jedoch inzwischen global verschoben. Und zwar in ärmere Länder des globalen Südens, was zum Beispiel für LKWs, für Autos oder Handys inzwischen auch gut beforscht ist. Wenn wir bei der Technik der Konsumsphäre bleiben, so stellt sich außerdem die Frage des selber Reparieren. Irgendwas geht immer kaputt, Sie kennen das eigentlich zu Genüge. Laut Statistik des Statistischen Bundesamts ist im Übrigen die Zeit, die so 2001 und 2012 für solche alltäglichen Reparaturarbeiten verwendet worden ist, mit rund 5 Minuten am Tag gleich geblieben. Wahrscheinlich dominieren dabei Workarounds, also das Hantieren mit dem schon erwähnten Klebeband, Kabelbinder oder Silikon. Insbesondere das voraussetzungsvolle Reparieren, selber Reparieren wiederum, hat durch die Reparaturbewegung und ihre Repair-Cafés an wichtiger Dynamik gewonnen. Der Repair-Bewegung geht es dabei um mehr als nur den technischen Eingriff. Zum einen ist es nachhaltig, wenn Dinge länger in Nutzung bleiben. Zum anderen geht es um Kreativität, um Spaß an der Technik, um Technikverständnis, ja sogar um Technik-Emanzipation. Durch Reparatur erhält der Nutzer wieder die Kontrolle über die von ihm erworbene Technik zurück. If you can't fix it, you don't own it. So beispielsweise die Online-Plattform iFixit. Diese Ideen sind in ihrem Zusammentreffen neu, aber einzelne darunter haben auch schon vorhergehende historische Konjunkturen des selber Reparierens begleitet. Auf der Tagung zeigen das die Vorträge von Jonathan Voges und Reinhild Kreis. Auf die längere Geschichte des selber Reparierens bleibt mir jetzt keine Zeit, noch einzugehen, aber ich möchte dazu nur 2 Objekte nennen, die verdeutlichen, wie lang sozusagen diese Tradition zurückreicht. Oder wie verschieden sie auch war, zum einen das Nähkästchen, zum anderen der Werkzeugkoffer. Das Nähkästchen war bereits im 18. Jahrhundert in bürgerlichen Haushalten anzutreffen und verbreitete sich dann ab dem 19. Jahrhundert. Der Werkzeugkoffer kommt eigentlich erst in der Nachkriegszeit in unsere Haushalte. Nun nämlich entstand eine konsumistisch geprägte Do-it-yourself-Freizeitkultur, deren Nachfrage letztlich den Aufstieg der Baumärkte ermöglichte. Seitdem haben sich die Prinzipien des Massenkonsums durchgesetzt. Der Dingbesitz des durchschnittlichen Haushalts ist derzeit auf wohl rund 10.000 Objekte gestiegen. Und es ist relativ klar, dass sie da nicht die Zeit haben, diese 10.000 Objekte alle irgendwie pflegen zu können. Parallel dazu haben steigende Arbeitskosten und sinkende Neuanschaffungskosten das Reparieren lassen verteuert. Es ist seit Jahrzehnten oft billiger, sich ein neues Gerät zu kaufen, statt das alte in Reparatur zu geben. Reparieren ist mithin in reichen Massenkonsumgesellschaften keine den Hausrat umfassende Strategie mehr, also keine Strategie des Haushaltens mehr auch im Haushalt, sondern dingspezifisch. Repariert wird das Lieblingsstück, das erhalten werden soll. Entsorgen statt reparieren wurde also gängig. Was sich angesichts völlig mangelhafter Entsorgungskanäle dafür, zum Beispiel über den Sperrmüll, als ökologische Sackgasse erwiesen hat. Auf dem Podium heute Abend werden wir unter dem Stichwort der Circular Economy daher diskutieren, wie und ob dieser eingeschlagene Pfad im Sinne von mehr Nachhaltigkeit zu verlassen ist. Damit sind die vielseitigen Facetten der Tagung erwähnt und es bleibt mir, in mehrere Richtungen auch nochmal meinen Dank noch ganz speziell auszusprechen. Und der erste geht an Herrn Bräuninger und das Technikmuseum, denn mit dieser Tagung zum Reparieren und Improvisieren loten wir erstmals das Potenzial einer Kooperation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit, dem VDI als Vertreter von Technikexpertise und dem Museum aus. Und ich danke dem Technikmuseum und Ihnen, Herrn Bräuninger, sehr für die Möglichkeit zu diesem Aufschlag und für die großzügige Unterstützung der Tagung in diesem tollen Ambiente. Dank gebührt auch Astrid Fenn in ihrer Doppelrolle als Kuratorin hier im Technikmuseum und als Mitglied im Gremium, im VDI-Gremium Technikgeschichte, sowie dem Ausstellungsteam, das sich Zeit für eine Vorab-Einsicht in die Ausstellung zum Reparieren genommen hat und das auch hier vorstellen wird, obwohl sicher noch viel zu tun ist bis zur Eröffnung dieser Ausstellung. Der BSR wiederum danken wir für die finanzielle Unterstützung.
Das von ihr hier in Berlin initiierte Projekt Nochmal im Übrigen hat auch sehr viele Bezüge zur Tagung, denn die Nochmal bietet Dinge, die aus dem Sperrmüll, aus dem Berliner Sperrmüll herausgezogen worden sind und wieder aufgemotzt worden sind, zum Verkauf an. Last not but least, Dank und Applaus verdienen die helfenden Hände des Technik-Supports des Museums. Und Sie haben gehört, dass alles nochmal heute last minute auch verstärkt wurde durch einige Personen von der TU Berlin. Danke, dass ihr da seid.